Ja, euch entgeht ja wirklich nix. Ich bin beeindruckt, aber mir selbst geht's ja auch so. Wenn ich andere Leute sehe, gucke ich immer erst ans Handgelenk und was haben sie denn da für Uhren? Und wenn es in Zeitungen ist oder im Internet, dann zoome ich noch rein, um ganz genau zu gucken, was ist es jetzt für eine Uhr? Und nicht wenigen von euch ist aufgefallen, dass das hier kein normales Alpine Loop Armband ist, was ich hier an der Apple Watch trage. Ja, schaut mal, schaut auf den ersten Blick wie ein Alpine Loop aus. Hier der Haken, warum hat der hier Schrauben? Oh. Ah ja, stimmt, ich habe Mittwochabend für YouTube Live reserviert. Wenn es sich ausgeht, machen wir wieder einen Livestream. Aber ich will da noch nichts versprechen, aber die Apple Watch war da jetzt schneller und hat schon Sachen versprochen, die sie nie hätte versprechen sollen. Aber wir schneiden hier ja nichts. Also, das Interessante ist dann aber hier hinten, da hat es nochmal ein Metalldings. Wir haben hier also einen anderen Haken und hier hinten ein Metalldings. Das ist ein ganz, ganz lustiges Armband, was ich da mehr durch Zufall entdeckt habe. Ich habe ja neulich, ich teste ja nebenher noch da die neue Galaxy-Uhr, die immer noch ein bisschen Akkuprobleme hat. Ich muss da noch ein bisschen genauer hinschauen. Da habe ich ja dieses Armband wieder gelobt, dieses Gummiarmband, was von der Pro vom letzten Jahr ist. Und ich habe es das beste Gummi-Kautschuk-Fluorelastomer, was auch immer Armband genannt, was einfach diese tolle Magnetschließe auch hinten dran hat, ist so ein tolles Armband. Haben mir postwendend viele Leute geschrieben, dass es sowas auch für die Apple Watch gibt. Dann bin ich natürlich auf Amazon gucken gegangen, habe ein paar gesehen und konnte mich nicht so recht entscheiden, habe dann noch so ein bisschen durchgeschaut, was es hat. Und dann habe ich dieses Band hier entdeckt beim Durchsuchen und gedacht, oh, das ist jetzt noch witzig. Und ja, es gäbe auch Listen auf Amazon, aber wenn ich Sachen interessant finde und später nochmal angucken möchte, mache ich sie meistens in Einkaufswagen rein, weil ich mir meine Listen nicht verbauen will mit Sachen, die mich dann doch nicht interessieren. Und es ist passiert, was hat passieren müssen, wenn man so einen blöden Workflow hat wie ich. Ich habe mir was bestellt bei Amazon, nicht aufgepasst und schwupp, habe ich auch das Armband gekriegt. Als ich es gesehen habe, dachte ich, ah, 20 Euro für das Armband, irgend so ein Fake-Dings. Naja, aber vielleicht könnte es ja noch spannend sein. Und ich habe es dann nicht sofort wieder rausgeworfen und habe gedacht, komm, wir schauen es mal. Und jetzt habe ich schon über eine Woche, trage ich dieses Armband. Und es ist wirklich ein erstaunlich spannendes Armband. Darum habe ich mir gedacht, komm, erstens haben viele von euch es schon gesehen. Ich dachte, ich zeige es euch schnell. Ich bin ja, wie gesagt, nicht ein Fan davon, wenn man Kopieprodukte kauft, aber das ist nun wahrlich keine Kopie. Das nimmt das Alpine-Armband von Apple und macht nochmal ein bisschen was Neues draus. So. Ich habe natürlich auch das Original hier. Das da hier ist es. Da oben haben wir den Haken. Dann haben wir dazwischen dieses Teil, was man auch frei verschieben kann. Und da oben haben wir wieder den Anschluss. Der Unterschied ist nun also, oben der Haken sieht bei beiden, das da ist Original, das da ist eben das Neue. Fragt mich nicht, wie die Firma heißt. Ich verlinke es einfach unten am Video. Es hat auch keine einzelne Firma hat das. Ich habe es bei Amazon bei X Händlern mit unterschiedlichen Namen gesehen. Ja, ist halt immer so, wie es bei Amazon bei diesen nicht ganz so Premium-Produkten ist. Das ist der Haken und da sieht man auch den Unterschied. Der hat da noch diese zwei Schrauben drin, die wirklich cool ausschauen. Ich mag diesen Look. Das Material fühlt sich übrigens in der Hand, wenn man es ausprobiert, nahezu identisch bis gleich an. Ist ein bisschen schwierig zu vergleichen. Die Farbe hier ist ein bisschen eher beige, hier ist ein bisschen eher gräulich beige. Das hier trage ich jetzt halt schon ein Jahr, darum hat sich das Material auch ein bisschen verändert. Das hier ist sehr, sehr weich, macht auch einen sehr robusten Eindruck, also was ich gesehen habe, sieht sehr, sehr gut verarbeitet aus. Ich habe jetzt da noch nichts dran rumnörgeln können. Und dann kommt eben der große Unterschied. Oh, so, jetzt muss ich wieder drehen, dass sie wieder identisch sind. Hier am Apple hängt nur der Anschluss für direkt an die Uhr. Hier beim anderen hängt eben nicht nur der Anschluss für die Uhr, sondern noch ein Stück Stoff mit dran.
was jetzt praktischer ist, ist natürlich Geschmackssache. Ich finde aber, es gibt der Uhr nochmal ein bisschen einen anderen Look. Und die Frage kommt natürlich, wie gut passt es an die Ultra? Ich muss sagen, es passt ziemlich gut. Ja, es ist auch nicht ganz perfekt. Also man kann es schon auch ein bisschen hin und her schieben. Die Farbe ist aber sehr, sehr gut getroffen, würde ich sagen. Kommen wir da noch näher ran? Nein, ungefähr so. Wie kommen wir? Zum Vergleich, wir können auch noch schnell das Apple dran machen. Die von Apple haben schon noch mal weniger Spiel und passen noch mal perfekter dran. Aber also da muss man dann schon mit der Lupe dran gehen, um das im Alltag festzustellen. Es schnappt auf jeden Fall sehr, sehr zuverlässig ein, verkantet nicht in der Ultra drin. Und dann sieht es hinten eben so aus. Und ja, ich montiere jetzt wieder das. Was man noch aufpassen muss, es gibt verschiedene Längen. Ich habe einfach das längste genommen und es passt perfekt. Jetzt hat man hier unten den Haken, der schlägt nirgends an. Nein, wirklich ein sehr, sehr bequemes Armband, was jetzt wirklich nicht die Welt gekostet hat. Wie gesagt, ich habe irgendwie 20 Euro oder so habe ich bezahlt. Ich habe jetzt noch gesehen, als ich nochmal nachgeguckt habe, man hätte da noch so einen Knopf drücken können, dann hätte man noch, glaube ich, irgendwie, ja, was nochmal 7 Euro oder sowas gespart oder 70, weiß auch nicht mehr, was war die Aktion? Ich muss mal gucken. Das ist immer so ein bisschen hinterhältig bei Amazon, dass man aufpassen muss, weil es da noch so versteckte Rabatte jeweils hat, die man aktivieren muss. Wo haben wir es da? Ah nein, nur 7% war es. Wie viel macht das aus? Andrücken. Einkaufswagen. Na, so viel macht das nicht aus. Aber wir müssen jetzt hier auch nicht zusammen betreutes Amazon-Shopping betreiben. Nein, das da ist das Armband, was ihr in den Videos gesehen habt. Und ich muss wirklich sagen, ein überraschend gelungenes Armband. Ich mag es sehr, sehr gerne und vermutlich das billigste Armband, was ich am liebsten mag, was ich mir je für die Apple Watch gekauft habe. Ja, ich glaube, so kann man es betiteln. Falls ihr noch Fragen habt zum billigsten Armband, was ich mir je für die Apple Watch gekauft habe und was ich trotzdem großartig finde, unbedingt unten in die Kommentare, was das Video gefallen hat. Daumen nach oben, was ihr findet. Raphael hat sich ein No-Name-Billig-Armband gekauft. Nach unten. Ja, war ja nicht mal so geplant, aber jetzt habe ich überraschend viel Freude daran. Unverhofft kommt zwar nicht oft, aber gelegentlich. Und was ihr weiter Videos von mir gucken wollt, unbedingt Abo abschließen. Und dann sehen wir uns schon bald im nächsten Video, wo es dann vermutlich um Produkte geht, die ich nicht unabsichtlich bestellt habe. Oh ja, ich weiß, um was es geht. Aber da sprechen wir morgen dann drüber.